Zaun sollte noch 2 Meter höher sein und noch Stacheldraht rundherum. Dann würde ich noch mindestens 200 oder 300 Kameras anbauen und dann würde ich da alle reinfärchen. Würde die gar nicht mehr rauslassen. Einen Supermarkt, sollen sie alles für sich selbst dort wohnen. Ich finde das ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob es ist gut für die Leute. Ja, für die dann Zusammenleben. Wenn die Leute einen Haufen Geld haben, das machen, ist das ihre Sache, aber ansonsten im Allgemeinen interessiert es mich nicht. Und sollen sie machen. Wenn sie selig sind damit, dann ist gut. Naja, durchaus sinnvoll, wenn man sich absichern möchte, wenn die Region zum Beispiel gefährdet ist durch Kriminalität, aber ich glaube nicht, dass es hier so eine große Fall ist. Ansonsten, ich finde es auch nicht zu effektiv, weil die Zäune sehen auch nicht so gefährlich aus. Ich meine, solange jemand ein Grundstück besitzt, es ihm gehört und er da jetzt Dinge drauf tut, die anderen nicht wirklich schaden, sprich irgendwelche Sicherheitsleute engagiert und da drauf rumhüpfen lässt, was auch immer die dann da machen, habe ich jetzt kein Problem mit. Solange sie nicht irgendwie rauskommen aus dem Grundstück und mich irgendwie penetrieren.